Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Ja, wir spielen jetzt weiter. Ich hatte ja letztens gesagt, hey, also weil wir schon mal hier sind, hey, ich werde auch versuchen, alle Fotos zu sammeln. Ich habe aber gemerkt, das geht gar nicht mehr, ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier jetzt reingucke. Also es geht gar nicht mehr, denn Fotos bekommt man nur bei gewissen Events, ja. Also zum Beispiel ein solches Event ist, wenn man den Struppi hat und ja, irgendwo bestimmt hinläuft, dann bekommt man so ein Foto. Und ich habe ja Struppi nicht mehr. Das bedeutet, ich kann auch das Foto nicht mehr bekommen. Ja. Okay, hier nach rechts geht's zum Tamarangberg, okay, und links zum Schleimsumpf. Aber wir müssen, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen in die Wüste, glaube ich mich zu erinnern, oder was war da nochmal? Ja. Ja gut, dann gucken wir mal da nach rechts. Ich glaube, die Wüste war hier irgendwo hinten und hier gibt's so, ja. Der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst. Mein Freund, nur so. Okay. Wie heißt er jetzt? Tamarangberg. Ach, nennen wir ihn Tamarangberg. Und wir graben ein bisschen herum hier. Grab. Ja, jetzt gehen wir hier mal rauf, damit ihr das Windfisch einmal seht. Das Windfischei. Ja, kann man nichts machen, außer hier mit der Flöte. Wir spielen das seltsame Musikstück. Es ist eine Flöte. Aber was sollst du dafür spielen? Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, hier geht also noch gar nichts. Ja, schalten wir wieder aufs Kraftanband um und versuchen jetzt weiter in die Wüste zu kommen. So. Jetzt gucken wir hier mal rechts. Ich glaube, die war wirklich hier irgendwo rechts, ja. Gut. Oder auch nicht, ich weiß nicht mehr. Zack. Naja. Mal gucken. Ach ja, und diese Bäume, die hier so einsam dastehen, da muss man immer schauen, denn die kann man zum Teil anrempeln und bekommt dann tolle Sachen. Ja. Geht nicht immer, aber manchmal. Oh, Spinnen. Oh, toll. Eingang mit Fischen. Aber ich habe die Schwimmflosse nicht. Gut. Oh, das Götterhorn. Toll. Das brauche ich jetzt wirklich, ja. So. Ja, diese lästigen. Ey, ich hab den getroffen. Wieso kann ich den jetzt auf einmal treffen? Ich weiß es nicht. Naja. Oh, und ein Teleporter. Gut, das ist toll. Da springen wir jetzt mal rein. Denn jetzt sehen wir gleich, für was diese Teleporter gut sind. Zack. Denn der bringt mich jetzt wieder hier hin. Ja, hier. Hin, ne? In die Urunga-Steppe. Nun gut. Oh, eine Fee. Schön. Aber ich will eigentlich wieder woanders hin. Nämlich da nach oben. Zack. Genau. Ich glaube, es gibt in Summe 3 oder 4 dieser Teleporter. Und ja. Gut, da gehen, sollen wir da jetzt mal rein. Gucken. Nee, jetzt gucken wir zuerst noch. Okay, hier kann ich eh nicht weiter, hier auch nicht. Naja, dann gehen wir wohl hier rein. Wo uns dieser Weg auch immer hinführt, ich habe keinen Plan. Mal gucken. Nirgends. Okay. Gut, ich bin komplett falsch hier. Schön. Das ist immer ganz toll. Ich kann hier, obwohl ich habe da drüben noch einen Block übersehen. Tralalalala. Ach ja. Wunder, Schlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Ja, das ist eine gute Frage. Da wird wahrscheinlich der Wasserfall dann aufgehen. Würde ich jetzt mal sagen.
Hilft uns jetzt nichts, denn so weit sind wir noch nicht. Na Gott sei Dank haben wir jetzt den Teleporter. Zack. Gut, jetzt sind wir hier. Ach Mensch, wo sollen wir denn jetzt hin? Naja, gehen wir nochmal in diese Richtung. Was haben wir im letzten Dungeon gefunden? Die Stiefel haben wir im letzten Dungeon gefunden. Jetzt, Moment mal, jetzt muss ich hier noch was probieren. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ist das hier? Hier kann ich, glaube ich, irgendwo eine Bombe legen. Nee. Nee. Hier? Auch nicht? Nein. War es wohl hier? Ich erinnere mich. Ja, genau. Hatte ich vorhin bei dem Video angucken, war ich mir da sicher, dass da irgendwas war. Ah, ein Herzteil. Wunderbar. Ja. Drücke Select im Untermenü. Gut. Nun ja. Haben wir wieder ein Herzteil gefunden. Das ist schön. Aber... hilft uns jetzt momentan noch nicht viel weiter, denn wir... Ich weiß, dass das ist ein seltsamer Stein. Oh, vielleicht kann man ihn einfach umbrennen. Ja, kann man. Du bist so intelligent, Link. Ich bin so stolz auf dich. Okay, da unten... ja, jetzt gehen wir mal hin. Autsch. Autsch. Mensch, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich stelle mich schon wieder sehr, sehr blöd an. Aber hier ist eine Fee, das weiß ich noch. Hier, lass mich deine Wunden heilen. Gerne, liebe Fee. So. Und kann man da was runterrempeln? Nö. Und wir werden jetzt auch mal das Zauberwuschelhäuschen aufsuchen. Damit wir mal... nee, nicht hier. Ach, wo war denn das wieder? Dann müssen wir hier mal hoch. Ne, ich könnte ja auch ins Telefonhäuschen gehen, denn die könnten mir sicher auch sagen, wie es weitergeht. Obwohl, ich will das selber rausfinden. Ich will kein Telefonhäuschen. So. Muss ich überhaupt mal schauen, wo ist denn dieses... Mensch, ich kenne mich hier... ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ja, gehen wir mal hier weiter. Zoodorf, Zwergenbucht. Okay, nach rechts geht's ins Zoodorf und nach unten geht's zur Zwergenbucht und hier ist ein geheimer Eingang. Hi! Autsch. Tiefes Wasser. Autsch. Und noch ein Hai. Und ich kann hier raus. Toll. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Ach ja. Okay. Ui! Ja, das passiert, wenn man diese grünen Elektrostromviecher anschlägt. Die könnte man jetzt mit Zauberprüfe besprühen, dann könnte ich sie auch töten. Mache ich aber jetzt nicht, weil brauche ich jetzt noch nicht. Okay, hier ist überall Wasser. Gucken wir mal hier. Willkommen im Zoodorf. Ja, schön. Wollen wir da jetzt hin? Oh, das war... ja, sag mal. Lauter Gegner, die sich hier unter normalen Zeugs verstecken. Ja, so nicht, mein Freund. Will ich zuerst noch... ah, wo war denn dieses Häuschen mit den... ohne Eule. Unterbrücken Geheimnisse. Lange leben. Ach ja, schön. Nee, hier nicht. Zack. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja, klar. Was denn sonst? So, rein da. Gereicht. Oh, das Zoodorf. Ah, in so einen Tag könnt ihr euch ein Lied von Marien vertrauen. Ah, ja. Vielleicht kann der eine oder andere jetzt schon gleich kombinieren wie ich. Lied von Marien, Ocarina. Hm. Das könnte was werden, ja. Wir heben natürlich eine Krüge auf. Hat genau gar nichts gebracht. Oh, noch ein Hase.
Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Das faule Walross. Okay. Moment mal. Kann man hier sprengen? Nee, schade. Ich wollte das Haus aufsprengen. Oh, ein schönes buntes Haus. Okay. Stimmt. Ich bin Krokodilius. Die nächste Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Hallo? Ja, das sieht äußerst interessant aus. Hau ab! Okay. Gut. Natürlich zerstören wir alle Krüge. Was auch sonst. Machen wir immer so. So. Hey, wusstest du schon, dass Todorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Möwendorf einen Traumtempel mit einer geben soll. Ob das wohl stimmt? Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Über Hibikus müsste ich mich schon freuen. Ja. Gut, das sieht so aus, als könnten wir hier ein paar Sachen wieder eintauschen. Immer gucken, ob man die Häuser sprengen kann. Geht nicht, okay. Zack. Naja. Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marien gut. Gut, also die scheinen alle Marien zu kennen. Dieser Brunnen ist etwas merkwürdig. Zauberpulver. Nee, bringt nichts. Okay, da rein. Oh mein Gott. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genauso eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ja, natürlich. Hey, und wir haben die Honigwabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marien es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Okay, also es scheint, wir müssen jetzt mit unserer Flöte... Oder nee, können wir das dann... Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Gut, können wir da rein? Ja, das ist nicht tief, das Wasser, das ist gut. Und hier ist ein Teleporter. Ist schön. Aber... Verdammt, wo war denn jetzt diese Geschichte hier mit dem östliche Bucht? Ja, super. Richards Villa. Haus an der Bucht. Bananenhändler. Nein, ich wollte doch eigentlich zu diesem Zaubermuscheltyp. Also zu dieser Zaubermuschelhütte. Naja, mal gucken, ob wir die irgendwann nochmal finden. Ich habe ja keinen Plan mehr, wo die eigentlich jetzt genau war. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. War sie hier? Nee. Obwohl, es gibt ja noch... Ja, Leute, tut mir leid, ich muss jetzt mal ernsthaft das mal da mal gucken, dass ich das finde. Es gibt ja hier noch zwei so... Oder wo sind die? Ach, die sind da unten. Na, das ist natürlich dieser seltsame Schildgarten. Naja, egal. Hier geht's weiter. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was ich vorhabe. Ist auch nicht so schlimm. Ich weiß es ja selber nicht. Hier bin ich falsch. So. Da. Und da. Und da runter. Ja, ich weiß, ich war hier schon mal. Ich war hier sogar schon öfters. Und hier nochmal runter. Jetzt. Ja, hier sieht's durchaus gut aus. Machen die Moblins noch hin. Oh, eine Meerjungfrau. Aber natürlich kann ich noch nicht schwimmen. So. Gut. Was ist das? Zwergenbucht. Zwergenbucht. Haus an der Bucht. Naja, egal.
Egal. Dann werden wir wohl doch wieder zurücklaufen. Ich weiß ja nicht mehr, wo das... wo war das mit diesen Zaubermuscheln? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Jetzt laufe ich aber nochmal hier entlang. Ja, toll. Okay. Das war jetzt etwas umsonst natürlich. Wenn ich hier weiterlaufe, komme ich hier. Hey! Ja, da war ich auch noch nicht. Das ist gut. Hier rauf. Ah, nee. Muschel. Ja, genau. Eigentlich genau hier wollte ich hin. Zum Muschelbazar.